Hallo liebe Kinder, hallo zu Avolines Leseabenteuern. Heute habe ich euch eine Geschichte von Lotta Löwe mitgebracht. Lotta Löwe ist eine Jugendliche und ich freue mich sehr, dass wir heute eine Geschichte von ihr vorlesen können. Die Eule und das Eichhörnchen. Im Wald war der Winter ausgebrochen und ein Eichhörnchen begann, seinen Futtervorrat zu suchen. Auf der Suche traf das kleine, vorlaute Ding auf eine weise, uralte Eule. Sie fragte: »Sag, was tust du bei dieser Kälte hier draußen im Wald, so weit entfernt von deinem Heim?« Da klagte das Eichhörnchen: »Ich habe so großen Hunger und bin auf der Suche nach meinem Vorrat, den ich hier versteckt habe.« Die Eule schaute etwas streng über den Brillenrand. »Ja, sag, weißt du denn nicht mehr, wo du die Nüsse versteckt hast?« »Nein, ich habe es vergessen, da ich meine Mutter versorgen musste. Sie ist krank und liegt mit Fieber in unserer Astgabel.« Die Eule fragte, ob das Eichhörnchen sich Hilfe beim Herrn Dachs, dem Apotheker, geholt hatte und ob es denn Hilfe bei der Suche brauche. Doch das Eichhörnchen wehrte ab. »Nein, nein, nein, ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das schon alleine.« Denn das Eichhörnchen war zu stolz, um sich helfen zu lassen. So zog es hinaus in den Wald. Doch der Wind wurde stärker und der Winter kälter. Die Nüsse und Eicheln waren jedoch immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Die Eule beobachtete das Spektakel von den Baumwipfeln aus und wusste, was zu tun war. Sie nahm einige ihrer größten Eulenfedern, die sie wie zu einem Mantel zusammenlegte, flog zum Eichhörnchen und gab ihm das Federkleid. Doch das Eichhörnchen wollte wieder keine Hilfe annehmen und schüttelte den Kopf. »Nein, nein, ich brauche keine Hilfe.« Doch die Eule ließ sich davon nicht beirren, ließ das Federkleid vor dem Eichhörnchen in den Schnee sinken und flog davon. Das Eichhörnchen war eigentlich froh über den wärmenden Mantel, doch wieder einmal zu stolz, um es zuzugeben. Jetzt war ihm zwar warm, aber der Vorrat noch immer nicht in Sicht. Es war nahezu verzweifelt und weinte. Nach einer Weile kam die Eule wieder und fragte abermals, ob es bei der Suche helfen solle. Doch als das Eichhörnchen erneut ablehnte, wurde es der Eule zu bunt. Kurzerhand griff sie nach ihm und flog mit ihm zu einem versteckten, hohlen Baum. Sie setzte das Eichhörnchen in den Pulverschnee und zeigte ihm die Nüsse und Eicheln, die die Eule bereits aus der Entfernung längst gesehen hatte. Nun sprang das Eichhörnchen überglücklich in seinen Speisevorrat und tollte darin herum. Es war dankbar und beschämt zugleich. »Danke, liebe Eule, danke«, sagte es und biss genüsslich in die erste Eichel. Gleich darauf wollte es zu seiner Mutter hüpfen und ihr von dem Fund berichten und von seiner Erkenntnis. Denn nun wusste das Eichhörnchen, jeder braucht einmal Hilfe. Das war Die Eule und das Eichhörnchen von Lotta Löwe und gelesen von Fräulein Pepper.